Hey Leute! Was geht? Kanye mit Tanja! Leute, heute gibt es mal was anderes bei uns hier auf unserem Kanal. Wir haben es schon in der YouTube-Story hatten wir schon angekündigt. Ja. Wir möchten jetzt mal eine Studiotour machen. Vorab ganz kurz, ihr kennt natürlich unsere Studios schon durch Spiel mit mir oder auch durch die Freunde-WG, aber wir möchten das heute auf viel mehr Apps und Games natürlich machen, um es auch ein bisschen ausführlicher zu machen. Und wir starten bei Tanja im Studio. Yes. Dann führ uns mal ein bisschen rum. Genau, also hier ist eigentlich so der Hauptteil von dem, was ihr immer so seht. Das ist eigentlich nur der Hintergrund, den ihr immer seht. Ich glaube, der ist sonst immer nur schwarz. Es sind hier einfach so Platten, die den Schall so ein bisschen abdämmen sollen, damit es nicht so hallt. Hier ist der PC. Tastatur haben wir tatsächlich dieselbe. Was sind denn das hier für Dinger? Das hier, genau. Also ich bin so ein bisschen ergonomisch interessiert und deshalb habe ich hier was, da lege ich immer meine Hände drauf ab. Weil ansonsten, wenn ich die hier nur so auf die Tastatur lege, knicken die immer so nach vorne. Das möchte ich nicht, deshalb habe ich hier was zum Ablegen. Für meine Maus genau das Gleiche. Das stört mich bei dir, wenn ich bei dir am PC sitze, kann. Ich finde das furchtbar, weil er so ein Teil nicht hat, wo man hier einfach die Hand drauf ablegen kann. Mir persönlich super wichtig, ansonsten Tastatur und Maus ist das Gleiche wie bei dir. Mhm. Nur deine ist halt weiß und mein Zeug ist schwarz. Computer, Ladegeräte, Kopfhörer. Deine Station hier, deine Ladestation. Richtig. Das habe ich hier alles ein bisschen an die Seite gepackt, weil da muss ich ja nur hin, um das Fenster mal ab und zu eventuell mal aufzumachen. Hier packe ich immer meinen ganzen Ramsch rein, deshalb mache ich das jetzt nicht auf. Da wird quasi alles verstaut, was ich gerade nicht brauche oder was mich bei der Aufnahme stört. Und das Allerwichtigste für Tanja am Schreibtisch, der Tee. Hier ist meine Kamera, meine Lichter. Die sorgen dafür, dass es eben nicht so dunkel ist im Video oder weniger dunkel. Mein kleiner Yoshi und meine Wand, wo ich auch so ein bisschen was verstauen kann. Oh, guck mal da unten. Dürfen wir das zeigen? Ja, ne? Ach ja, das ist mein Hefi. Mein kleiner süßer Hefi ist mein Kind. Das ist mein Kater. Der war noch ganz klein und schnuffelig. Das ist nicht mein Tier, das ist einfach nur ein Pinguin und das Bild war, glaube ich, übrig, ne? Ja. Das war eigentlich für die Wolke, aber jetzt ist es hier und fühlt sich hier wohl. Das ist der schönste Brief, den ich jemals bekommen habe. Ach ja, wer kennt's noch. Genau, das ist meine schöne Couch. Bin ich sehr froh drüber, da passe ich nämlich im Ganzen drauf. Das ist, glaube ich, die einzige Couch in diesem Haus, wo wir alle im Ganzen drauf passen. Ja, und die neue Couch, die wir haben. In der Cloud. Ich meine jetzt nicht zu dritt nebeneinander, sondern in der ganzen Länge. Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Genau. Ja. Und hier ist meine Geekwand. Da stelle ich mein nerdiges Zeug hin, wenn ich nicht weiß, wo sonst ist. Und da hinten stirbt gerade meine Pflanze. Wo, die hier? Ja, die stirbt. Ja. Ich zeig mal das hier gerade. Ja, Final Fantasy. Es ist tatsächlich so. Ich hänge da wirklich mega dran. Also Final Fantasy ist... Hier hinten haben wir so eine schöne... mit den schönen LED-Strahlern eine schöne Ecke geschaffen. Eine andere Therapie-Ecke als die in der Wolke. Und ich glaube, das ist auch schon soweit, ne? Ja, das ist mein Studio. Schön. Können wir uns mal angucken? Ja, können wir gerne machen. Na dann. Hallo. Herzlich willkommen hier bei mir. So, ich mach mal die Tür zu. Ja. Also, dann fange ich mal hier an. Also, es ist relativ bekannt, deswegen kommt mir das gerade so ein bisschen komisch vor, aber trotzdem. Ja, also, ne? Wir haben hier auch den Hintergrund auch nochmal mit den Nanoleafs. Also, es sieht eigentlich relativ ähnlich aus wie bei dir dann, ja? Aber das ist auch geplant. Wir wollten das ja auch gerne so haben, auch hier mit der Leuchtröhre. Hashtag heute überhaupt keine Werbung für irgendeine Marke, falls wir sie nennen sollten. Aber hier diese Nanoleafs sind ja relativ bekannt. Und die kann man auch mit einer App steuern. Und das ist ziemlich cool. Man kann da auch eine eigene Farbe... Vielleicht kriege ich das gerade hin. So, zum Beispiel jetzt kann ich es komplett pink vielleicht machen. Da-da-da-da! Kann man das sehen? Schlecht. Warte. Hol mal Licht aus. Ja. So. Ja. Die Ecke kennt ihr eigentlich schon. Die ist heute relativ uninteressant. Da werden wir vielleicht... wir wollen ja Virtual Reality und sowas auch machen. Das könnten wir vielleicht hier irgendwo. Dann hier den Fernseher aufbauen. Und dann hier vielleicht diese Ecke nutzen. Mal schauen. Hier ist nämlich auch relativ viel Platz noch bei dir. Genau. Ne, meine Bilder. Ach ja. Dragon Ball. Da bin ich, die hast du so schön angeordnet. Die sind so schön. Ja, muss auch sein. Ja, Dragon Ball muss sein. Okay, dann kommen wir hier zu meinem Hauptarbeitsplatz. Die gleiche Tastatur, nur in der anderen Farbe. Wie gesagt, ich brauche das hier wie bei Tanja nicht unbedingt. Hier auch eine etwas andere Maus. Hier kann man auch die Hintergrundbeleuchtung der Maus immer anpassen, der Tastatur.
Ja, wir haben den gleichen Bildschirm, glaube ich. Ja, haben wir auch. Die Kamera ist gerade nicht dran, das ist die Kamera, die wir gerade benutzen. Wir haben hier unsere schönen Lichter, ne, und die kann man auch von der Stärke, von der Helligkeit so ein bisschen steuern, was auch ganz cool ist. Da habe ich auch noch mal einfach für mich selber noch mal die Nano Leafs hingepackt. Mach mal das Licht bitte aus, ja. Dann sieht man es besser. Yes, wunderschön. Ja. Für mich einfach für die Stimmung. Hier noch mal den Akustikschaumstoff. Stimmt, du hast eine andere Maus als ich. Ja, die ist ich mag nicht so eine große Maus, mag eher so eine kleine. Ja, stimmt, ich habe so einen Klopper mit ganz richtig, viel Zeug dran. Richtig, richtig. Und als letztes, was das Aktuellste momentan im Studio ist, ist das Audio-Interface und das Mikrofon, was ich jetzt hier benutze und auch dann ja in nächster Zeit. Ja. Es fehlt nur noch, glaube ich, das Mikrofon sollte jetzt bald auch ankommen. Genau, da warten wir noch drauf. Also hier quasi auf diese ganze Apparatur, das liegt schon bei mir. Das kann man hier alles einstellen. Man kann hier auch Instrumente oder sowas dran machen, aber dadurch, dass wir hier keine Musik machen, ist das ein bisschen... Kannst du ein Instrument spielen? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich tatsächlich nicht. Du? Nein. Hatte ich nie die Geduld zu. Ja. Ja, und das ist es tatsächlich hier in meinem Studio. Bleibt eigentlich noch was zu sagen zu der Studiotour? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. Ne? Nein, ne? Ich mache nochmal einfach für die Atmosphäre, die Stimmung, das Licht hier aus. Leute, ich kann gerne nochmal übernehmen. Das war's hier mit unserer Studiotour. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was fehlt uns eigentlich noch im Studio? Oh ja. Was sollten wir hier definitiv noch mit reinholen? Ne? Wir haben ja noch auch genügend Platz. Besonders bei mir, aber auch bei Danja. Was sollte definitiv noch mit rein? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke, wenn wir davon überzeugt sind, dann machen wir das auch. Ja, ne? Unbedingt. Wir sind da ganz offen für Ideen. Ne? Also jetzt ein eigenes Kino hier einbauen, wird ein bisschen schwierig. Könnte schwierig werden. Aber wir lassen uns da was einfallen sonst. Wir hoffen, dass euch das heutige etwas andere Video gefallen hat. Ne? Ihr habt jetzt auch mal die Studios kennengelernt. Wie gesagt, einige kennen es ja auch schon. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die nur spielen, mehr Apps und Games gucken. Und das war heute so ein bisschen hinter den Kulissen. Uns hat es auch mal Spaß gemacht. Und sonst geht es natürlich morgen wieder. Und ich glaube, heute, ich weiß nicht, ob es heute das erste oder zweite Video ist, geht es ganz normal wieder mit Roblox weiter. Richtig. Ciao. Tschüss.